Hi Leute und willkommen zurück zum nächsten Nioh 2 Tipps und Tricks Video. Heute würde ich euch gerne den ein oder anderen Buff vorführen, was euch erleichtert, gleich vielleicht den besseren Buff für euch auszusuchen. Wir fangen jetzt mal mit einer ungebufften Waffe an. Katzengang-Schriftrolle nicht vergessen, dass wir uns gut anschleichen können. Neunhundert. Okay, schauen wir mal, was geht. Als nächstes buffen wir uns mit der Kraftpille. Ich lese euch das mal kurz vor. Diese medizinische Pille erhöhen vorübergehend deine Angriffskraft. Das ist eine Ninjutsu-Fähigkeit. Katzengang-Schriftrolle, wie immer. Und jetzt die Kraftpille. Zwölftausendeinhundert haben wir schon eine Steigerung vorzuweisen. Als nächstes testen wir den Blutbad-Talisman. Das ist Omnio-Magie. Bei Benutzung verringern die Gegenstände deine Verteidigung und verstärken deinen Nahkampfangriff. Also ich denke, wenn die Verteidigung gesenkt wird, dann wird er wahrscheinlich stärker sein, der Buff. Mal gucken, was dabei rauskommt. Huch, nicht zu schnell. 13.200, also das ist schon mal ein enormer Fortschritt zu der Kraftpille. Es gibt aber auch noch die Möglichkeit, sich mit diverser Waffen zu buffen. Zum Beispiel mit den Beilen. Dann müsst ihr das aber erst freischalten unter den Fähigkeitenbaum. Das wäre dann hier. Das testen wir jetzt mal als nächstes aus. Nicht vergessen, aufs Katana zu wechseln. 13.200 war jetzt das höchste, was wir hatten bis jetzt. 13.600, also wir konnten unseren Angriff wieder um 400 Punkte verstärken. Neben den Ballen können wir uns auch mit dem Hammer bzw. mit der Axt buffen. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Schleichen wir uns wieder an. Und ich würde sagen, von den einzelnen Buffs hat die Axt gewonnen. Und der Blutbad-Talisman wäre dann so unter den Items das Beste. Ich sage vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Däumchen da und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss.